Was geht ab, meine geilen Schnittchen? Herzlich willkommen zu Fame or Shame, einem der vielen Premium-Formate hier bei Pete's Meat. Ich begrüße unsere heutigen Premium-Schnittchen, Jonathan, the Hi. Challenger, Apelt. Na, was geht ab? Und Sepp, den Destroyer Lenzen, die sich in den nächsten Minuten hervorragenden Fragen stellen dürfen. Und ab gilt die wilde Fahrt. Zum Zeitpunkt dieser Frage ist ein Spiel in aller Munde. Wir zeigen es auf unserem Channel und die Wertungen fielen durchweg gut aus. Und Superhelden bzw. Schurken kommen auch darin vor. Wir reden jetzt natürlich von Spider-Man, der freundlichen Spinne aus der Nachbarschaft. Im Spiel muss er sich gegen allerlei Fieslinge zur Wehr setzen, die Stadt wie sonst was dem Erdboden gleich machen wollen. Wie heißt der Bösewicht aus dem Spider-Man-Universum, der von Tom Hardy gespielt wird, noch dieses Jahr im Kino erscheint? Kobold. Ah ja, stimmt. Das ist leider falsch. Hm? Tut mir leid. Kommt er nicht denn? Ja. Okay. Ja, das ist leider falsch. Sepp, du darfst noch... Nee. Also meine Vermutung wäre jetzt auch noch Kobold gewesen, aber was... Ich? Niemand mehr? Okay, also logischerweise, dann schließe ich die Frage und es wäre Venom gewesen. Ach, Venom, scheiße. Venom? Ja, stimmt, diese böse Spinne quasi. Meinst du, wie funktioniert das? Wenn ich jetzt was falsch mache, kriege ich jetzt Sepp einen Punkt oder kriege ich einen Minuspunkt? Ja. Na, ich kriege einen Punkt. Dann macht kriegt, im Endeffekt dann kriegst du einen Minuspunkt. Hätte ich nochmal raten dürfen? Nee, ne? Dann nicht mehr. Nee. Nee, denn ich, aber Sepp dürfte halt noch antworten und sich noch einen Punkt abstauben, wenn er möchte. Ja. Wir gehen weiter. Wo wir gerade bei Bewegtbild sind. Hier ist gerade eine fette Hummel in meinem Zimmer, by the way. Leck mich am Arsch, ob ich mich gerade schon, als du nach links geguckt hast. So, sie fliegt dann so wieder weg. Jetzt schon machen? Oh Gott, ich weiß nicht. Nein. Es geht um fette Hummel. Wo wir gerade bei Bewegtbild sind. Jedes Jahr zu Weihnachten und Silvester sieht das Fernsehprogramm ähnlich aus. Manche dieser Sendungen gelten allerdings als wahre Klassiker, darunter Loriots Weihnachten bei den Hoppenstedts oder auch Dinner for One. Letzteres handelt von einem Butler, der sich zum Silvesterabend so richtig die Kante gibt. Dabei stolpert er allerdings des Öfteren über etwas, das auf dem Boden liegt. Über was genau? Ein Tiger. Löwenkopf. Da war Jay auf jeden Fall zuerst da und das ist mit Tigerfell, irgendwie so in Richtung, wäre alles okay gewesen. Damit hat Jay 0 Punkte, Sepp hat 1 und Gott sei Dank... Warum? Muss man Sepp sagen. Warum hat Sepp ein? Wenn ich fragen darf. Ja, von gerade. Achso, ne, stimmt, von null. Entschuldigung, hoppala, habe ich verschrieben. Gott sei Dank, weil Sepp hatte Löwenkopf gesagt. Das wäre krass gewesen. Wenn er Tick schneller gewesen wäre, hättest du falsch geantwortet. Okay. Okay. Weil Löwe ist kein Tiger. Ja, das ist richtig. Das ist richtig, Bram. Das ist richtig. Also Jay hat so oder so was gekriegt. Genau, also steht's 0-0. Ich war mir nicht sicher, ob es auch ein Bär gewesen ist. Da war ich auch erst nicht sicher und dann habe ich gedacht, Löwe, das wollte ich erst nichts sagen. Also steht 0-0, ja, lieber Herr Moderator. Es steht 0-0. Okay. Apropos Loriot und die Hoppenstedts. Dieser grandiose Mann gehört vielleicht zu den bekanntesten Künstlern, die dieses Land je hervorgebracht hat. Er reiht sich ein neben Schauspielern wie Heinz Rühmann oder auch Heinz Erhardt, die Anfang des 20. Jahrhunderts das Licht der Welt erblickten. Während Heinz Erhardt einer Madenfamilie ein Gedicht widmete, spielte Rührmann in einem Film mit, wie er ein Punsch auf Basis von Rotwein heißt. Er heißt also wie? Feuerzauberpunsch. Das ist richtig, Jay, ja, natürlich. Jay hat sowieso recht, aber ich war, glaube ich, schneller. Also genau, ich würde auch sagen, dass Sepp schneller war. Und deswegen ist Sepp Minuspunkt ist bei minus 1 und Jay kriegt einen Punkt und ist damit bei plus 1. Damit steht minus 1 zu plus 1 für Jay. Fällt mir mal gerade so ein. Haben wir nicht mal gebuzzert? Können auch buzzern. Wir können auch reinschreien. Genau, buzzern. Buzzern wir halt. Nein, wir schreien rein. Altmodisch. Ist das egal? Ja, ich weiß nicht, warum du verwirrt bist. Bei Fame or Shame wird traditionell geschrien. Ja, dann würden wir ja nicht buzzern. Nee, aber du wolltest gerade fragen, ob du buzzern möchtest. Ich dachte, wurde immer gebuzzert, weil bei einem Pendant, wo das vielleicht herkommt, wird gebuzzert. Deswegen war das meine Frage. Wir buzzern, komm. Okay, ist dann easy. Buzzern wir. Es ist ja nur eine Anlehnung, Jonathan. Ja. Ey, du, ich kenne die Regeln auch nicht mehr. Ich habe da seit langem nicht mehr der, war ich lange nicht mehr der Champion, ja. Das bringt ja alles durcheinander, Mensch. Ist schön, wenn Jay heute gewinnen sollte, by the way, dann hat er das Triple von Sebastian und damit das ewige Ende von Fame or Shame aufgehalten. Ja. Wir gehen weiter.
Ach ja, ein großartiger Film. Tatsächlich, Feuerzangenbowle war super. Stichwort groß. Viele Dinge auf unserer Welt sind sehr groß. Seien es diverse Tiere, Gebäude oder das Ego von Peter. Auch gehören Berge zu den größten Dingen auf diesem Planeten. Welcher Berg war der höchste Berg der Welt, bevor der Mount Everest entdeckt wurde? Bevor der entdeckt wurde? Also, wann wurde denn der entdeckt? Brams Moody. Warte mal, haben nicht die Asiaten, also für den europäischen Raum, ne? Für die europäische Kultur, weil die Asiaten kannten den Mount Everest ja schon vor unserer Kultur. Nee, ich habe keine Ahnung, welche Kultur. Er sagt, vom Menschen entdeckt wurde. Ja, also deshalb, also es gab welcher da Berg ja auch war schon. Der höchste Berg der Welt, bevor der Mount Everest entdeckt wurde. Oh, bestimmt Brams Mom. Keine Ahnung. Ich würde nicht drücken, aber ich würde tippen wollen. Also keiner möchte antworten? Nee. Dann schließe ich hiermit die Frage. Ich würde Mount Blanc sagen. Die Antwort ist Mount Everest. Das ist eine Fangfrage. LOL, deshalb meint ihr. Oh, fuck, ey. Ficken. Aha. Deshalb habe ich nämlich schon. Deshalb hab ich weil schon der gedacht, war natürlich trotzdem der höchste Berg ja, der Erde. Ja, deshalb. Und die Menschen. Oh. Okay, oh. Das wäre mein Punkt gewesen. Ja. Das wurde eingebaut aufgrund der Donald Duck-Frage vom letzten Mal. Ja. Wie ist der Zwischenstand? Immer noch 1 zu minus 1 für dich, Jonathan. Okay. Nachdem die Frage mit Donalds Kindern vor einiger Zeit also gut ankam, musste ich wieder eine Fangfrage einbauen. Pardon dafür. Konzentrieren wir uns jetzt alle wieder und rücken unsere Hosen zurecht. Zwei sehr bekannte Rapper haben jüngst eine gemeinsame Platte veröffentlicht, die eine Jahreszahl im Titel trägt. Der eine startete mit dem Album XOXO so richtig durch. Der andere führt als Masimoto ein ominöses grünes Doppelleben. Besagtes Album trägt den Titel 1982. Und wie heißen die beiden Rapper? Reicht dir einer? Crow und Masimoto. Er ist leider falsch. Minus 2 Punkte für Sebastian. Jay, möchtest du noch abstauben? Ich buzzer mal und sag ja. Crow und Materia. Er ist leider auch falsch. Damit bist du auf 0 Punkte zu minus 2. Masimoto ist Materia gewesen, meine ich. Ja. Ach, lol. Der andere war Casper gewesen. Casper, ja, keine Ahnung, Alter. Deutschrap ist nicht mein Steckenpferd. Aber ich dachte so... Crow wusste ich, Mann. Ja. Ja, der war falsch. Ja, genau, Materia war richtig. Hä? Ja, Kasper und Materia ist die richtige Antwort. Oh. Aber Crow wusste es. Oh. Oh. Gut, 0 zu minus 2 für Jonathan. In dem Fall. Ja gut, okay, da wollte ich Risiko eingehen, um halt... Oh, Jay, du hast halt echt verdient, mich abzulösen, ey. Beim Nerdquiz konnten wir letztens sehen, wie wunderbar ihr euch mit dem Thema Marvel-Universum auskennt. Oh, so Gott. Wunderbar, dass wir dieses Thema jetzt ignorieren und zu DC rüberwechseln. Oh, danke schön. Ihr habt bestimmt schon mal von Jason Momoa gehört, besser bekannt aus dem Film Wolves. Vielleicht auch aus dem Film The Bad Batch oder der Serie The Red Road. Na gut, ich mach's euch einfach, ja? Ihr kennt ihn bestimmt als Khal Drogo aus Game of Thrones. Ja. Welchen Superhelden wird er demnächst im... Aquaman. Das ist richtig. Ja, ich wollte schon seit Ewigkeiten drücken, aber ich dachte, das ist wieder so eine Scheißfrage. Jason Momoa, ja, der ist Khal Drogo. Ja, welchen Superhelden wird er denn demnächst im Kino verkörpern, wäre die Frage gewesen. Aquaman ist natürlich komplett ist das, korrekt. Hat er nicht das schon verkörpert mit der Justice League? Ja, im eigenen Film. Ah, okay. Weil in Justice League ist er auch schon aufgetreten. Stimmt. Den war der auch schon Film, drin. Aber ich weiß zumindest, dass es den gibt. Wusste ich gar nicht, dass der das war, habe ich gar nicht drauf geachtet. Ja, das ist gut. Ich hab den noch nicht gesehen. Ich glaube, ich will den Themenwechsel. Auch nicht sehen. Hast du auch nicht verpasst, Jay. Glaube ich. Die von Pete überaus anerkannte Ballsportart Tennis erfreut sich überall auf der Welt größter Beliebtheit. Vor kurzem fand das Turnier US Open statt, in dessen Finale eine Japanerin gegen eine Amerikanerin antrat. Im Kampf konnten ziemlich schnell Naomi Osaka für sich entscheiden. Wie hieß die Kontrahentin? Jay! Ich hab... Serena Williams! Das ist absolut korrekt Serena und damit Williams. Hat 2 Punkte zu minus 2. Das ist nur ein Liar! Sag, dass du gelogen hast! Oh, das hatten wir die Tage doch noch. Ja. Ich fühle mich auch ungerecht behandelt, ich habe auch gedrückt. Ach ja, die Williams. In der Formel 1 gab es doch auch mal was mit Williams. Ich glaube, das Team Williams oder so. Und für die ist Ralf Schumacher vor Ewigkeiten mal gefahren. Apropos Ralf.
Ein weiterer berühmter Mensch mit diesem Namen drehte mal High Alarm auf Mallorca. Bekannt wurde international auch als Gladiator. Von welchem Ralf reden wir? Möller! Jay. Das ist absolut korrekt. Ralf Möller ist richtig. Jay rasiert. 3-2 für Jonathan. Puh, da habe ich die Haltung aber ziemlich durcheinander gewürfelt. Stichwort Würfel. Wie viele Augen zeigt ein Würfel an? Also hat er insgesamt, Entschuldigung. Jay. 17. Das ist leider nicht korrekt. Möchtest du noch, Sepp? Ich möchte gerne 21 sagen. Das ist korrekt. Dankeschön. Auf jeder, jede Doppelseite hat 7 und 3 Doppelseiten. Genau, Doppelseiten sind 21. Damit geht Jonathan auf 2 Punkte runter und Sepp auf minus 1 hoch. Boah. 3 Punkte Differenz noch. Komm, alles auf den Moment, Null. Lass mich nochmal bitte rechnen. Ich bin gerade doof. 6 plus 5 sind 11. Plus 3. Plus 4. Die 4. Oh ja, die 4. Also die 4. 6 und 5. Nach 3 kommt 2 und 1. So, hä? Ja, aber dann so, oh scheiße, Alter. Boah, ich bin einfach so müde, Mann. Alter. Die 4, ja, die 4 kann man mal vergessen. Ja, das ist auch die unwichtigste Zahl von allen. Holy shit. Cut da draus hier. Oh Gott, ey. Wollen wir gerade gar nicht mehr so schlecht. Wo wir gerade bei Zahlen sind und das Thema Tierreich noch gar nicht beachtet haben, lasst mich doch etwas von Kraken erzählen. Mhm. Schon in Fluch der Karibik ließe die Krake frei und auch Jay findet das voll Krake. Mega. Die eigentliche Frage ist jedoch, wie viele Herzen hat eine Krake? Na komm, Sepp. Wie steht es? Es steht 2-1 für Jonathan. Boah, ich muss jetzt Sepp. Hier. Ich muss all in gehen. Keins. Das ist leider nicht korrekt, damit bist du wieder bei minus 2. Jay würde ich noch abstauben, sonst schließe ich vielleicht die Frage. Vielleicht hat das voll so ein krasses Nicht-Herz. Nee, das ist eine Fangfrage. Ich möchte nicht antworten, du kannst es schließen, aber ich sag 1. Nicht 1, 3. Also geschlossen, ja, 1 ist leider falsch, 3 wäre es gewesen. Vielleicht braucht das kein Herz. Okay, ich dachte, das wäre so eine dumme Fangfrage. Aber es gibt halt auch welche, die mehrere Herzen haben, ja. Timelord zum Beispiel haben 2. Auch diese Frage legen wir unter Dinge, die man wissen sollte, ab. In Anführungszeichen. Na, jetzt wissen wir es. 3 Herzen haben wir. Bei klassischer Musik und Komponisten sollte man sich aber auskennen. Immerhin legten einige Musiker schon vor Jahrhunderten Grundsteine für die heutigen Klänge. Einige Namen darunter wären vielleicht Bach, Mozart oder Ludwig van Beethoven. Letzterer komponierte übrigens die Mondscheinsonate, ein famoses Stück. Wo wurde Beethoven eigentlich 1770 geboren? Im Blumenbeet. Im Blumenbeet. Ist der da geboren? Ich glaube, der ist da geboren. Aber nee. Nee, da ist Schiller geboren. Ah, scheiße, Alter, ich weiß es nicht mehr. Echt? Niemand? Nee. Komm, Sepp, willst du Risiko gehen? Nee, das mit den Herzen, das war ja überschaubar. Gut, aber dann schließe ich hiermit die Frage. Ludwig van Beethoven wurde am 17. Dezember 1770 in Bonn. Okay, wäre ich falsch gewesen. Und da wäre ich ja niemals rangekommen. Und gestorben dann irgendwann in Wien. Bonn, gab es die Stadt überhaupt schon? Ja, gab es noch nicht. Bonn gegründet. Natürlich gab's die schon. Ja. Weiß ich nicht. Ja, das war ein Scherz. Das weiß ich nicht. Ich sehe, Klassik ist voll euer Ding. Na gut, gehen wir in die Zukunft. Genau genommen zum 28. Oktober 2018. Denn dort erscheint vielleicht das Spiel des Jahres. Ihr ahnt es bestimmt. Hier geht es nicht um den neuen Fußballmanager oder Assassin's Creed, was vermutlich auch sehr gut wird, sondern Red Dead Redemption 2. Dort könnten wir ganz gediegen mit dem Hauptcharakter den Wilden Westen erkunden. Oh Gott. Der Hauptcharakter hieß übrigens, wie hieß der nochmal? Oh Gott, keine Ahnung. Jason Marsh. Ah, der ist Marsh. James Marsh oder sowas. Marsh. Das ist nicht korrekt. Tut mir leid. Sepp, möchtest du noch abstauben? Nee. Der heißt Arthur Morgan. Und zwar so geschrieben. Hä? Arthur Morgan? Ach so, in Teil 2. Vielleicht gibt's da einen neuen. Der hieß doch Marsh oder sowas früher.
in Teil 1. Ich dachte, der wird dann auch so, naja. Naja. Das tut mir sehr leid, das kostet dich leider einen Punkt. Also Arthur Morgan oder Arthur. Ja, offensichtlich. Je nach Sprachvarion. Es steht 1 zu minus 2. Ja, das ist okay. Aber unsere Folge Fame or Shame neigt sich so langsam dem Ende. Nein. Wie Diablo 3, das jetzt in die 12. Season geht und vielleicht irgendwann mal eine Erweiterung bräuchte, um noch spannend zu bleiben. Ein Add-on war ja Reaper of Souls, das mit einem neuen Akt daherkam. Auch Diablo 2 hatte ein Add-on. Dieses hieß Lord of Destruction. Darin ging es gegen den miesen Endgegner namens... Oh, keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr. Jay. B-A-A-L, Ball. Das ist komplett korrekt. Und damit sagen wir... Jay. Danke an Jonathan Apel, der dafür gesorgt hat, dass Fame oder Shame weiter existieren kann, weil keiner bis jetzt alle besiegt hat. Ich hätte es auch nicht verdient, muss ich sagen. Heute hätte 2 zu minus 2 für Jonathan. Yes. Damit bist du der Champion und in der nächsten Folge bist du natürlich wieder mit dabei und darfst gegen Peter oder Christian antreten. Okay. Okay. Lieber gegen Peter, der ist einfacher. Und wir bedanken uns vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Haut rein. Tschüsselü. Tschüss. Ciao.